Hey Ninjas, heute zeige ich euch das beste Druidenbild in der Diablo 4 Season 5. Der Underdog der Season hat tatsächlich ein S-Tier und das Season-Thema ist wie für den Druiden gemacht. Der Stormslide-Druide ist zwar nicht der schnellste Farmer, hat aber starken AOE und unglaublich guten Boss-Schaden. Gut ist, dass man weder in der Höllenhorde noch im Grubenpush besonders schnell sein muss. Und dennoch habe ich eine Speed-Variante gebaut, um Albtraum-Dungeons oder Höllenfluten schneller und vor allem bequemer zu farmen. Aber erst einmal zu den Voraussetzungen. Obwohl der Stormslide-Druide hauptsächlich aus Unix besteht, funktioniert er auch komplett ohne. Allerdings solltet ihr mindestens warten, bis ihr Vasilis Prayer habt, bevor ihr auf den Stormslide-Druiden wechselt. Bis dahin empfiehlt sich ein Levelbild zu spielen, zum Beispiel das Pulverwise. Ein Pulverwise Levelbild sowie das Stormslide-Bild habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nun, da wir wissen, was wir brauchen, fangen wir an mit den Skills. Die ersten zwei Punkte setzen wir in Claw. Claw nutzen wir zum Anfang des Spiels, um unseren Spirit zu regenerieren. Unseren Hauptdamage verursachen wir mit Lightning Storm. Aus diesem Grund packen wir auch möglichst viele Punkte in diesen Skill, um noch mehr Schaden zu verursachen. Als Key-Passive nutzen wir Nature's Fury. Diese besagt, dass wir eine Chance von 35% haben, immer einen Sturmskill zu beschwören, wenn wir einen Erdskill benutzen oder umgekehrt. Zusätzlich zählt der freigecastete Skill als Sturm und als Erde. Da wir Lightning Storm niemals selber casten, sondern immer nur durch Landslide, hat Lightning Storm immer die Eigenschaft Nature Magic, Storm, Core und auch Erde und sogar Werbär durch Vasilis Prayer. Denn durch Vasilis Prayer werden alle Erdfähigkeiten jetzt auch Werbärfähigkeiten. Und durch die Key-Passive ist somit Lightning Storm eine Erdfähigkeit und somit auch eine Werbärfähigkeit. Als Defensiv holen wir uns Bulwark und Cyclone Armor. Bloodhole heilt uns nicht nur, sondern gibt uns auch zusätzlich eine Attack Speed. Aber das Wichtigste ist, dass es uns auch noch Movement Speed gibt und uns in einen Werwolf verwandelt. Und somit können wir die Shapeshifting-Passiven besser nutzen, um unseren Damage weiter zu erhöhen. Die Ultimate-Fähigkeit ist Petrify, zumindest in der Uber-Variante. Diese erhöht unseren Crit-Schaden enorm, vor allem gegen Bosse. In der Unique-Variante nutzen wir hingegen Cataclysm. Und mit Cataclysm zusammen mit dem Mjolnir-Ring haben wir unendlich viele Ressourcen. Die Spirit Bones nutzen wir wie folgt. Beim Hirsch holen wir uns 15% Schadensreduktion gegen Elite. Dies ist auch dringend notwendig, denn der Druide ist dieses Mal leider nicht der tankigste Charakter. Vor allem nicht, wenn ihr vorher Mage oder den Barbaren gespielt habt. Den Eagle erweitern wir, um 2 Punkte zu holen. Einmal um unseren Attack Speed zu erweitern und unseren Critical Strike Damage. In der Wolf-Passive holen wir uns die Lucky Hit Chance, um Spirit wiederherzustellen, wenn wir Gegner treffen. Dies sollte übrigens auch allerhöchste Priorität sein. Und wenn ihr gerade am Aufbau seid, sollte das euer erster Punkt werden, auf den ihr hinarbeitet. Und in der Schlangen-Passive holen wir uns die Chance, unseren Ultimate Cooldown zu reduzieren, immer wenn wir Gegner mit unseren Naturfähigkeiten treffen. Einen weiteren legendären Skill schaltet ihr ohne zusätzlichen Skillpunkt frei. Aktiviert dafür einfach den Abonnier-Button. Neben zusätzlichen Guides und Updates helft ihr auch mir dabei, mein Ziel von 1000 Abonnenten noch bis zum Release von Vessel of Hatred zu erreichen. Auf das Paragon-Brett gehe ich wie üblich nicht lange drauf ein, das schaut ihr euch am besten in Ruhe an. Nur so viel, wir können viele unterschiedliche Glyph- und legendäre Knotenpunkte nutzen, aufgrund, dass wir oft in der Werbeform sind und das Lightning Storm aufgrund von Vasilis Prayer neben Natur und Sturm auch Erd- und Werbeeigenschaften hat. Folgende Glyphen solltet ihr genau in dieser Reihenfolge leveln. Spirit, Earth and Sky, Fulminate, Keeper, Dominate und Werbär. Ich habe diesmal 4 Varianten des Builds hergestellt. Eins zum Starten, ohne Unix. Naja, nicht ganz. Vasilis Prayer habe ich hiermit eingefügt, weil wie schon gesagt, dieses Item solltet ihr unbedingt haben, bevor ihr zum Stormslide-Druiden wechselt. Als nächstes geht ihr dann zum No-Uber bzw. No-Mystischen Build. Hier befinden sich dann alle Unix mit drin und zu guter Schluss auch in der Uber-Variante. Allerdings ist die Uber-Variante diesmal nur ein Uber-Unix mit Ring of Scarlet Skies. Zusätzlich habe ich auch noch eine Speed-Variante gebaut. Zu dieser komme ich aber später nochmal detailliert. Mit den 4 Builds seid ihr aber auf jeden Fall für alles gewappnet, egal wie weit ihr derzeit im Spiel seid. Gehen wir einmal einen Schnelldurchlauf durch die wichtigsten Items durch. Dabei zeige ich immer die Uber-Variante und danach die Alternativen. Beziehungsweise wir sind nur ganz kurz auf der Übervariante, denn hier erklären wir kurz den Ring of Scarlet Skies.
Dieser gibt uns Attack Speed, Crit Chance, Lucky Hit Chance und plus 2 to Core Skills. Also im Prinzip alles, was wir wollen, um Lightning Storm weiter zu pushen. Zusätzlich löst es auch eines der wichtigsten Probleme, nämlich das Ressourcenproblem. Aus diesem Grund ist der Ring auf Scarlet Skies das beste Item, um dem Stormfly Druiden flüssiger laufen zu können. In der Nur-Uber-Variante nutzen wir den Mönchenring. Dieser bewirkt, dass wir unendlich viele Ressourcen haben, solange unsere Ultimate Cataclysm läuft. Aus diesem Grund laufen wir auch in der Nur-Uber-Variante die Ultimate Cataclysm. Also achtet auf die Skillpunkte, die ein bisschen unterschiedlich sind. Der Erstbreaker-Ring sorgt dafür, dass wir Landslide öfter auslösen und somit öfter die Chance haben auf gratis Lightning Storms. Vasilis Prayer sorgt dafür, dass alle Erd-Skills Werbeer-Skills sind, aber das habe ich ja schon oft genug erwähnt. Und Sungs Handschuhe erhöhen unseren Schaden enorm, da wir zusätzliche Lightning Storms casten und auch zusätzliche Ränge zum Lightning Storm erhalten. Tibolds Wille gibt uns neben der Damage-Reduktion auch immer Ressourcen, wenn wir ein Stubble-Bill sind. Die Wildhead Hunger Boots erhöhen unseren Damage enorm aufgrund der Shapeshift-Mechanik. Aus diesem Grund ist es wichtig, auch immer das Blutgeheul möglichst auf Cooldown zu halten. In der Werbeform gelangen wir automatisch durch Landslide, weil Landslide ein Erdskill ist und durch Vasilis Prayer alle Erdskills auch Werbeer-Skills sind. Die drei Aspekte, die wir in der No-Über-Variante nutzen, Symbiotic, Aspect und Aftershock und Nature Balance. Symbiotic nutzen wir, um den Cooldown unserer Ultimate zu reduzieren, um öfter unlimitierte Ressourcen zu haben. Aftershock für mehr Schaden und Nature Balance, um zusätzlichen Crit-Schaden und Crit-Chance zu erhalten. In der Übervariante könnt ihr aufgrund, dass ihr Ring auf Scarlet Skies habt, Einhand- und Offhand-Waffe tragen und den Aspekt Retaliation einbauen, der euch zusätzlichen Schaden gibt. Das funktioniert nur in der Übervariante, da ihr sonst Ressourcenprobleme aufgrund des erhöhten Attack-Speeds von Einhandwaffen habt. In der Startvariante nutzen wir in den Ringen alles, was uns im Prinzip Ressourcen gibt. Zum Beispiel der Umbrella-Aspekt, der uns immer Ressourcen gibt, wenn wir einen Gegner mit Cord-Cotone-Effekten belegen, oder Vocalize, der uns immer Spirit gibt, solange unser Blutgeheul aktiv ist. An den Handschuhen nutzen wir jetzt den Aspekt of Retaliation für mehr Schaden. Aufgrund, dass wir noch keine Unics haben, können wir solange den Aspect of Retaliation auf unsere Handschuhe nutzen, um mehr Schaden zu bewirken. In den Hosen und in den Schuhen nutzen wir Concursive Strike und Exploiter Aspects, um unseren Boss-Schaden weiter zu erhöhen. Jetzt gehe ich einmal über die wichtigsten Stats für eure Ausrüstung. Auf der Brust ist es Strength to Cyclone Armor, um eure Defensive einfach zu pushen. Auf euren Handschuhen ist es die Crit-Chance. Dies ist besonders wichtig. Auf euren Amulett hängst du in Venom oder Quickshift. Optimal wäre natürlich beides. Auf euren Ring ist es wie üblich die Crit-Chance. Und auf euren Waffen Chance Landslide doppelt zu casten. Denn mehrere Landslides bedeuten mehrere Lightning Storms, die wir automatisch auslösen. In der Startvariante ist es besonders wichtig, dass ihr das Tempern auf zusätzliche Effekte wie Chance auf Immobilisieren, Freeze, Stun oder Slow habt. Kommen wir jetzt zur Spielmechanik. Und um ehrlich zu sein, einfacher wird es nicht. Cast Landslide, um automatisch Lightning Storms zu beschwören und alles zu töten, was in eurem Sichtfeld ist. Gegen Bosse könnt ihr Landslide einfach gedrückt halten. Bulwark gibt euch ein Schild und Ressourcen durch Tibolds Wille. Blutgeheul sorgt für erhöhten Attack-Speed und verwandelt euch in einen Werwolf für die Gestaltwandlungspassiven. In der Speed-Variante gibt euch auch Trampel zusätzlich Spirit und macht euch unaufhaltbar. Welches Bild oder Klasse soll ich als nächstes präsentieren? Sagt es mir in den Kommentaren. Ich bin Nijay und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. And don't forget, we are the Shadow.